Tägliche Erinnerung, Tag der Erinnerung? Moment mal. Achso, das sind zwei Tage, ja. Wann ist dann Versammlung 19 Uhr? Ah ne, das ist dasselbe, was wir letztes Jahr auch hatten, ja. Es ist nicht mehr wirklich heute, aber es war halt noch heute gestern. Es kommt halt darauf an, wie pedantisch man ist mit gestern und heute. Es gibt ja manche Leute, die dann auf einer Party oder was auch immer sagen, um eine Minute nach Mitternacht, ah, es ist heute schon morgen. Oder all so ein Kram. Morgen ist, wenn man schläft. So, also, du. Zack. Vom Rathaus. Liebe Bürger von Porsche, wie du vielleicht schon gehört hast, wurde eine Lagerhalle während der Erweiterung des neuen Hafens von Porsche niedergebrannt. Nach einer Ermittlung kam die Ziviltruppe zu dem Schluss, dass der Schuldige Todi der Fischer ist. Seriously, es war doch der Fisch, ja? Während der Befragung hat er seine Tat zugegeben und sein Motiv verraten. Er wollte verhindern, dass der Ausbau des Hafens der Umwelt schadet und so den Fischbestand verringert. Die haben noch extra darauf geachtet, dass die Boote Löffel benutzen. Also ganz kleine Löffel, die Wasser verschieben, anstatt Schrauben. Also nein, das sind große Paddel, aber trotzdem. Das sind berechtigte Argumente. Falls es noch andere Bürger gibt, die bezüglich des Hafenbaus Probleme aufzeigen möchten, dann sollten sie bitte zur Versammlung am Sonntag kommen und nicht weitere Lagerhäuser abbrennen. Wir sprechen gemeinsam darüber. Schön, dass er so nachsichtig ist, das wäre ich garantiert nicht. Oh, gut. Also, zu der Ruine gehen, fallen vor Richtung 1 von 1. Ja. Wo lauft ihr alle hin? Kurz. Bundeslama. Keine größere Ansammlung von Leuten, nö. Nee, wir wollen jetzt zu den westlichen Feldern, westliches Plateau da hoch. Und die Falle, ja, zusehen, wie sie getriggert wird. Wir wollen sie ja nicht selber auslösen, ne? Ist ja ein bisschen doof. Da ist der Fahrstuhl. Wo genau hier? Bei dem Eingang da hinten, okay. Hä? Hier soll er sein. Da ist schon eine Kiste. Achso, er ist drin. Computerlaborruine. Ja. Ist hier noch irgendwas? Ist das eine. Ich dachte, das wäre gerade so ein Mini-Atombomben-Ding von Fallout. Da. Aber nee. Das ist nur ein komisches Rohr. Das sieht schon eher so aus, ha? Huh? Also nicht wie das von Fallout, aber wie eine Atomrakete. Took you long enough. Come on, let's install your trap and test it out. Ich bin so gespannt, was echt so eine Stockfalle ist. Someone's coming. What? One of ours? Didn't look like it. That must be the thief. Did he follow us here? A lucky day. Das ist ein Cent größer als erwartet. Not so sneaky now, are you? Who are you? You followed us here, didn't you? Not too far, Smiley. We designed this to hold a rhino, so this thief will be in here for a while. We'll have ample time to ask him questions. For now, I want to see who's under that mask. Are you done? What? Clever setting up a trap like this. That's right. But you made one mistake. Oh, es kommt ein Kampf bestimmt.
Oh, eine neue Cutscene? We're not dealing with a simple thief here, people. He's a knight. That must be my lucky day. I've always wanted to fight a knight. Cut it out, Arlo. Spread out. We'll take him together. Level 100. Sam is down. Wo ist das Schwert? Da. Oh, nee, Sam ist noch nicht down. Sehr gut. Weg. Bisher da uns noch nicht getroffen, was wäre ganz interessant, was zu sehen für Schaden er macht, wenn er trifft. Oh, das geht, das geht, das geht. Das geht. Trotzdem sollte man nicht unbedingt drin stehen bleiben, ja. Die anderen drei stehen immer wieder auf, das ist okay. Die sind nur kurzzeitig aus der Gefecht. Hier der echt vorher noch im Krankenhaus, ist man da schon. Das war recht nah, das kann man kommt, wenn man eine Falle aufstellt. Gleich Halbzeit. Seite halten, Thermoskanne hoch. Nein, ich wollte. Der hat nur 200 Angriff. Angriff 300. Nee, okay. Hätte sein können, dass er durch die Rüstung kommt, weil es einen höheren Angriffswert hat oder so. Oh, oh, oh. Hälfte neue Katze. I've had enough fun. I must bid you all farewell. Oh, no, you don't. I insist. Good day. Ooh, Rauchbombe. So that was a knight. So that's what happened. I'm leaving right away. I need to report this to the Alliance Council. If a knight is around here looking for the All Source, then I'm afraid it's no longer a case of local crime. I'll take the passcode key with me. Yes, you must. I'm tempted to telegraph our representatives as well. Don't. At least not yet. Wait for word from the Council. I'll also try to bring some reinforcements. You guys did well today. It's not easy facing a knight. Keep your heads up and keep on your guards. Portia will need you guys now more than ever. I'll be back as soon as I can. Be careful. Molly, wait. I'll send you off. I can't believe Portia is facing a crisis like this. What should we do, boss? With the passcode key gone, there's not much we or the thief can do. So we wait. Put a guard at the research center at all times, just in case. Okay, leider keine Erklärung, was ein Ritter überhaupt genau ist. Also die haben halt alle selbstverständlich davon geredet, aber wir als Spieler wissen halt nichts. Sie scheinen sehr technikfixiert zu sein. Vielleicht ist das eine Fraktion, die ja noch stärker darauf aus ist, Technik zu nutzen. Aber wobei hier Porsche auch schon gute Schritte in die Richtung gemacht hat. Ich meine, als wir hier ankamen, waren hier nicht mehr Straßenlaternen, keine Töff-Töff-Haltestellen, Bushaltestellen, Riesenbagger, Leuchttürme und so weiter. Das, ne? Also sind wir ja auch nicht abgeneigt. Naja. So, es gibt eine Aufgabe, Albert. We're really in a bind now. We need a new air cooling unit to replace the one that got burned. Do you think you can do it?
Oh, good. I was afraid no builder would take this commission, since it's difficult. Maybe you can tie up a bunch of refrigerator relics and call it a day? I don't know. Hopefully the research ladies can come up with something. I'm counting on you. Petra-Fragen. Immer Petra-Fragen. Hi. Jeez, what happened here while I was gone? I got stopped by one of the civil corps about some relic from the research center. Luckily, I had an alibi. Ja, du wirst auch mein erster Verdächtiger gewesen. Welcome! So, was hast du denn Schönes? Ein Ehering. Nur schon mal so auf Vorrat. Kaputter Spiegel, Zeichen der Scheidung, Bett für ein Kätzchen. Gemälde mit so Last Stats. Lässt Hunde gut schlafen. Und kostet 9006. Okay. Bergkappe 500. Was haben wir gerade? Ich glaube, wir haben auch so ein Ding, oder? Fernseher. Abschiedsmarke. Gebrochene Beziehung. Wir hatten doch schon. Achso, das war für. Ja, das hatte ich schon mal erwähnt. Ja, die Bergkappe haben wir schon. Okay. Eine Weste wäre ganz, wenn die noch dazu passt. Wir haben keine Fleischbällchen. Oh doch, ich glaube, wir haben Fleischbällchen für Scraps. Ruff, ruff, ruff. Sehr gut. Dann. Ach, Sam ist das, die das Besonderes möchte. Was möchtest du denn? Hi. Garnele und Käse auf Reis. Okay. Hack. Hi. Kannst du. Nein, nicht beschenken. Kannst du. Garnele und Käse auf Reis? Nee, kannst du nicht. Okay, schade. Bleiben wir aber dran. Die Dinge. Und noch mehr Holzkohle. Stahl scheint genug da zu sein. Der Rest ist eigentlich okay. Nur so ein bisschen. So, du, Dressing. Wir brauchen Zucker. Aber heute ist nicht so der perfekte. Nicht der perfekte Einkauftag. Also, wir wollten ja einmal bei so viel drüben Zucker und anderen Krimskrams in Massen aufkaufen. Hatten wir vor einer Weile auch schon mal für Samen. Aber da habe ich ja Zucker vergessen. Ja. Petra-Fragen tun wir gleich. Jetzt hätte ich erstmal ganz gerne. Töff, Töff, Haltestellen. Bauen. 3? So. Und danach schon mal neue Bronzeplatten anfordern, weil wir gerade recht viel verbraucht haben. Also 22 davon. Du bist bei Verbundholzbrettern. Haben wir davon jetzt? Genug. Nee, dann mach lieber Stahlplatten. Die sind eigentlich immer gefragt. Die Lagerung kannst du mal 14 machen. Der Rest ist okay. Du bist auch am Arbeiten. Jo. Hopp. Ach, er will bestimmt seinen Schinkenkäse-Gedöns da. Nee, 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 nee. Wir haben noch zwei Saphir-Amulette, das heißt, wir können Phyllis auch gleich noch verschinken. Freut sich doch bestimmt, auf der Arbeit besucht zu werden. So ein bisschen Ablenkung zwischendurch tut ganz gut.
Weil ich meine, da ist eh so gut wie nie jemand drin. Ich habe keine Ahnung, was sie den ganzen Tag hier machen. Machen sie es gar nicht da? Oh, Sonntag. Ja, okay. Sonntag. Ich glaube, sie gehen zur Kirche, oder? Kaufen Ehering, aber hat keine Ahnung, ob der Partner religiös ist oder nicht. Ja. Kann man machen. Sollte man nicht unbedingt. Aber ich glaube, sie saß da. Jo. Thank you. Never expected you to give me this. Sehr schön. Noch irgendjemand hier, der täglich Geschenke bekommt? Ja, Emily. Emily bekommt ihre Torte. This smells too good to... Kann sie nebenbei was naschen? Und von dem Rest wissen wir leider nichts. Oder ich zumindest jetzt nicht mehr. Ja, Russo mit seinen komischen gerösteten Dingern, das bringt nur 3 oder 4 Punkte. Das ist bäh. Nee. So. Und jetzt von hier aus zum Forschungslabor. Auf dem möglichst abgefahrensten Weg natürlich. Gut. Und Petra schlagen. A large air cooling unit. Isn't that a standalone relic? And you want to create one. I'm not sure how to go about that. I'll talk with the director and see if we can come up with something. I'll... Naja, passive Kühlung gibt es seit mehreren hunderten von Jahren. Sollte gehen. Aber wahrscheinlich reden die von richtiger Kühlung. Haben die hier eigentlich gekühlte Sachen? Also Eis oder so? Nee, ne? Das Einzige, was mir gekühlt einfallen würde, ist halt Lebensmittel. Aber da braucht man kein Tiefkühlzeug. Das kann man pökeln oder einlegen oder ähnliches. Sei es drum. Wir müssen auf Ergebnisse warten. Sonst die Töpfelfaltestellen können inzwischen fertig sein. Jo, da sehe ich doch schon welche. Hopp. Jetzt können wir endlich diese ganzen... können wir endlich die ganzen Sternchen auf der Karte nach und nach wegmachen. Das heißt... Wo haben wir das nächstgelegene Sternchen? Da oben bei den Ruinen. Das hat mich schon immer wieder irritiert. Und da oben bei der Kläranlage. Also hoch. Unnötigste Haltestelle überhaupt, weil man da in 2 Sekunden hinlaufen kann. Aber jetzt ist sie fertig. Und dann einmal rüber. Und hoch. Ja, da hinten. Dich platzieren und dann da ganz hinten an den Wow-Werken vorbei. Kommen wir da von hier aus überhaupt hin? Ich glaube nämlich nicht. Das heißt, wir müssten erst runterfallen und dann bei dem Wasserfall wieder hoch. Hm? Sneaky, sneaky. Aha, okay, dann auch noch hier dran vorbei und da irgendwo hoch. Die lohnt sich schon eher. Also falls wir mal für irgendein Event hier hin müssen, wäre es sehr praktisch, da die Haltestelle zu haben. Oder angeln. Genau. So, platziert. Gut. Haben wir noch mehr oder sind wir jetzt komplett durch? Ich glaube, wir haben noch hier unten irgendwo eine.
Nee. Nee, scheinbar nicht. Gast möchte etwas. Ja, Gast haben wir nicht. Sam möchte etwas, haben wir auch nicht. Wir sind mit den Töfterfaltestellen fertig. Yay. Ein Jahr, nachdem es zum ersten Mal angemerkt wurde. Ja gut, gehen wir nach Hause? Oder haben wir noch irgendwas zu tun? Wir haben Sonntag, also morgen geht es erst wieder los mit... Oh, warte, wir gucken uns die Baumschule. Ja. Morgen geht es erst wieder los mit den neuen Aufträgen vom Südblock. Und ich will jetzt zur Baumschule einfach nur, um einmal kurz durchzuhuschen, um Pilze zu sammeln. Nicht für jetzt aktuell. Oh Mist. Nicht für jetzt aktuell. Wir haben ja keine Feuertopf-Anfrage oder so. Aber für bald. Und von hier, weißt du was? Die nimmt sonst eh keiner. Wow, this is perfect for me. So. Hello. Max. Du. Wir müssen das wieder aussortieren. Bomben? ja, nee. Schon gut. Hallo! Presley. Obstsalat? Nein, aber Anton mag Obstsalat. Hi! It really is a nice present. Richtig. 18,50. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for coming out tonight. We have a very important topic to discuss today, so let's get straight to it. Yes, Toddy burned down a warehouse under construction at the harbor. Yes, he did it because he wanted to make a point. Was his point valid? Yes, of course. Should he have expressed his opinion the way he did? Well... Nein. Und er gehört dafür ins Gefängnis. We're a close-knit society. A society based on law and order. A society better than the ones that existed during the Age of Darkness. Or at least that's what I'd like to think. When our community has disagreements, we should air them out, talk about them, and compromise. That's the type of community I want my Porsche to be. Also vor allem in so einer Gesellschaft wie der hier. Ich meine, hätte er wirklich einfach den Mund aufgemacht und hätte gesagt, ey, Leute, das ist nicht okay, das stört die Fische und ist auch nachträglich und so weiter. Die wären alle drauf angesprungen, hätten sofort gemacht. Wenn man jetzt in irgendeiner faschistischen Regierung lebt, dann und da keiner auf einen hört und so weiter, dann könnte ich schon eher verstehen, aber ja, davon sind die hier recht weit weg. We all know Toddy. He's a hard-working fellow who likes his peace and quiet near the ocean. But what he did was wrong, and he will be punished according to the law. Oh, we cannot okay. allow such behavior in Porsche. Positiv überrascht, dass es doch noch macht. That's too bad. He's a good guy. He shouldn't have done that, though. At least no one was hurt. Because he's shown regret and no one was hurt during this incident, I will be lenient. You all selected me as the mayor to make these tough decisions, and I'll see it through. Now that we've addressed the rhino in the room, let's talk about the reasons behind Toddy's impulsiveness. Upgrading our port will damage the environment around the harbor. There's no way around that. Toddy is correct that the ships traveling through will cause pollution. Naja, man muss hier nicht unbedingt nur mehr angeln, weil das ist ja eine echt kleine Gruppe von Menschen, die brauchen nicht so super viel Fisch. Es gibt hier mehrere Seen, wo wir Zugriff drauf haben. Das könnte klappen. Und man könnte vielleicht auch aufhören, so viel Fisch zu essen. Ich meine, ja. When I made the decision to cooperate with Mr. Musa on this project, I believed that the benefits outweighed the negatives. And this still holds true today. But the port will bring real benefits to our citizens. More goods, more income, higher quality of life. Therefore, I still think this project should be completed. Sehr gut. I agree.
I'm with you on that one. Swiftfoot. What about the environment, though? Good question. I plan to establish a natural reserve on Starlight Island and its surrounding waters after the harbor has been completed. We should strive for a balance between using the world and protecting it. I'm certain Minister Lee would tell us that failing to do so will lead us to disaster. Na gut, aber es bringt nicht so super viel, ein Gebiet zu haben, wo Verschmutzung entsteht und daneben ein Gebiet zu haben, wo man keine Verschmutzung macht. Wenn das Gebiet mit der Verschmutzung wird, das andere ja. Ne? Ja, das filtert ja nicht und macht alles plötzlich gut. Anyone disagree? Trotzdem ein Naturschutzgebiet gut. A balance is needed. That was a convincing speech. Das ist eine vollkommen andere Stimme, oder? I guess we're all done then. Ooh, this was a long meeting. Hush, you. Okay then, we'll proceed as planned. If anyone has questions about the Starlight Island Sanctuary, please come and see me. That's all for this meeting. Good night, everyone. Ja, wichtiges Meeting. Okay. Trotzdem würde ich echt gerne wissen, wie wir an die KI-Chipsets rankommen sollen. Weil die Aufgabe ist mir wesentlich wichtiger als der ganze Hafenkram. Aber vielleicht kommt das erst, wenn man den Hafen fertig hat. Aber warum haben wir die Quest denn jetzt schon? Das Uplift-Geschenk. Uplifting ist eine Theorie in der Astrophysik. Wobei ich weiß gar nicht, ob Astrophysik das richtige Begriff ist. Also, wenn man, ich glaube, es ist eher ein biologischer Begriff, aber ich kenne es halt mehr in Zusammenhang mit Astrophysik. Also, wenn man eine Spezies nimmt, wenn man schon sehr weit entwickelt ist, wenn man eine Spezies nimmt und dann über sich hinaus entwickeln würde. Also, wenn wir zum Beispiel aus Hunden Hundemenschen machen würden mit erhöhter Intelligenz und ja, aufrechtem Gang und so weiter, dann würden wir die Hunde upliften. Und wenn wir jetzt ein Uplift geschenkt bekommen, dann wären wir vielleicht ein Cyborg oder so. Ich denke, das wird einfach nur die Fabrik sein, huh? Also ja, die Quest würde ich sehr gerne abschließen. Aber die KI-Chips. Yeah. Oh, morgen versuchen dran zu denken, die man da ständig zu kaufen. Jetzt aber erstmal schlafen.